Wir machen blödsinnige Nummern über die Geschichte der Menschheit und ziehen das halt richtig fett auf. Ich bin fast 30 Jahre alt, lass mich doch nicht von so einem Analphabeten hier so einen Quatsch erzählen zu lassen. Ist ja klar, wen sollte ich spielen, wenn man über die Geschichte der Menschheit macht? Ist ja klar, welche Figur ist die wichtigste? Jesus. Also logisch spiele ich Jesus. Centurio, ich bin ja, ich meine, das große Latinum, da bin ich natürlich als Centurio mehr als befähigt. Spiele vielleicht zum allerletzten Mal Kinski. Ich will ja eine Weltreligion begründen, ihr Schwachköpfe. Und dafür muss ich leiden. Jesus, Kreuzigung ist so das Stichwort. Wir wollten halt genau mal also der Wahrheit auf den Grund gehen, weil es werden ja sehr viele Geschichten über Jesus erzählt und sehr viel Verunglimpfung finden statt, schon seit Jahrhunderten. Und wir wollten das jetzt mal wirklich historisch korrekt darstellen. Und das fand ich auch das Reizvolle an diesem Projekt, dass man jetzt nicht immer nur Horror, Comedy, lustig, sondern dass man wirklich mal den Anspruch hat, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und da geschichtlich total korrekt zu verfahren. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Vielleicht ist die Kreuzigung wirklich damals so passiert und ist einfach nur falsch überliefert worden. Wir wollten mal ein vollumfängliches Bild zeigen und wir haben die Szenen genauso dargestellt, wie wir es auch in vielen Bildnachweisen gefunden haben. Und ja, also erstaunlicherweise war das nicht alles nur ein Zuckerschlecken, da ging es auch ganz schön zur Sache. Es kann sein, dass der wahre Kern der Kreuzigung jetzt von Erich Haffner aufgedeckt wird. Ihr benehmt euch so plump und so blöd. Man muss Religion unfassbar ernst nehmen. Man darf keine Witze darüber machen. Und als mir der Produzent versicherte, dass wir das hier nicht tun, war ich an Bord. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich euch vor dem Hohen Rat verraten sollte. Auch ich verstehe das nicht, Herr. Ja, es ist wirklich sehr, sehr heiß, das muss man sagen. Aber ganz tolle, nette Kollegen aus Deutschland, aus Bulgarien. Wirklich, und die Stadt ist super toll, finde ich zumindest. Also, oder? Sehr entspannt. Ich könnte hier noch gut 2 Wochen bleiben. Auf jeden Fall. Ich könnte hier noch 4 Wochen das bleiben. Das wäre unbezahlbar für die Produktion. Das wäre unbezahlbar. Ja, ein bisschen wie in einem Hollywood-Film. Also, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ich bin hier reingekommen, habe gedacht, okay, jetzt Neuverfilmung Ben-Hur oder so. Also ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Ich bin das erste Mal in Sofia, ich bin das erste Mal in Bulgarien. Was ich bis jetzt so von der Stadt sehe, ist es echt toll, weil die Stadt super grün ist und super angenehm, super ruhig und einen sehr angenehmen Flair hat, finde ich. Und die Leute, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind alle super cool drauf und entspannt drauf und die Sets sind bombastisch. Ich habe die Rolle, die ich heute gespielt habe, schon länger nicht mehr gegeben. In diesem Ausmaß und bei diesen Temperaturen und das war schon anstrengend, aber war cool. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dass man sagt, okay, wir hauen das Ding jetzt durch und dann ist es aber auch vorbei. Also wenn sich's dann Tage und Wochen lang hinzieht, das Elend. Und so hat man es hinter sich und sagt sich, geil, wir hatten einen geilen Drehtag, anstrengend kann auch sein, aber es ist halt so. Jemand durstig, Tuch zu fest oder Sonnenschutz vielleicht? Ne? Hier gibt es eine Story, die uns eben durch die Geschichte der Menschheit führt und es gibt eine Rahmenhandlung, die die ganze Sache zusammenbindet und insofern ist es eine zusammenhängend erzählte Geschichte und insofern etwas anderes als die Sketch-History-Folgen. Genau. Also auch Sketch History war schon mega aufwendig, auch von den Kostümen und von der Maskenbildnerin. Hier ist alles nochmal ein Stück drauf. Es ist nochmal eine Nummer größer, die Sets sind noch beeindruckender und das Catering ist noch beschissener. Also es ist wirklich einfach nochmal eine Steigerung. Durch diese Abwechslung, dass es immer weitergeht, da kommt mal ein Römer, dann kommt mal Titanic, dann kommt mal Störtebeker und man hat von allem so eine Grundahnung, also ich zumindest, so eine Art Halbwissen. Und das ist wahnsinnig angenehm, wenn man dann hört, zack, jetzt geht's so, ach so war das und so könnte es gewesen sein. Das finde ich bei Sketches immer schon cool, dass die Grundprämisse schon so originell war, also so, dass man daran schon Spaß hat. Also wir haben heute eine Szene gespielt, wo ich echt einmal so dachte, ey geil, wir machen hier Asterix und Obelix, wirklich so boing, puff, peng. Und das finde ich halt auch geil, dass wir mal wieder irgendwie so ein bisschen auf die Kacke hauen kann. Leck mich doch am Arsch, du dumme Sau da! Was sollen die Zuschauer erwarten? Ich weiß nicht. Ich kenne die Zuschauer nicht. Also hoffentlich gibt es ein paar. Das ist die Hauptsache. Ich glaube, dass das sehr gut funktionieren wird und dass die Leute da großen Spaß haben, weil jede einzelne Episode halt ein Feuerwerk ist. Es ist optisch unglaublich toll und es ist super witzig, es ist toll geschrieben und wir haben einfach fantastische Kollegen und fantastische Gäste da. Ich kann nur hoffen, dass es super funktioniert. Für alle, auch für mich. Glaube ich, einen sehr fetten historischen Kostümfilm, der hoffentlich die Leute
dazu bringt, sich einzupinkeln vor Lachen. Ja, und ich hoffe, dass sich so den Spaß, den wir hatten, dass sich das überträgt von der Leinwand aufs Publikum, weil das war wirklich sehr, sehr geil hier, muss man wirklich sagen. Es wird halt so ein Kinospaß. Also mal wieder einfach so zum Spaß ins Kino so. Die Menschen müssen sich vor Angst in die Hose scheißen, wenn sie das Symbol für mein selbstloses Opfer auch nur sehen. Das bescheuerte Kreuz hier soll irgendwann in jeder Kirche, in jeder Schule, was sag ich Ihnen, in jeder gottverlassenen Drecksstube hängen. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, im Kino.